So, da sind wir auch zurück. Im Gefecht gegen die Polen. Ja, weiter geht's mit dem Let's Play mit Litauen. So, ja, die erste Armee, die können wir überrennen. Deswegen bringe ich mal meine berittenen Bogenschützen gleich mal in die erste Reihe. Er wird natürlich jetzt von ganz, ganz vielen Seiten kommen. Es kann sogar sein, dass er jetzt von hier kommt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo er sich aufstellt. Ich stelle mich mal hier sicherheitshalber auf. Ich glaube, das ist eine ganz gute Situation hier, ne? Weil ich glaube, er kommt aus der Richtung. Oder von hier kann er auch kommen. Da können wir natürlich jetzt echt ganz schönes Pech haben. Deswegen müssen wir auch direkt darauf achten, wo kommt die Verstärkung. Ja, hier kommt eine Armee, aber eine relativ kleine nur. Da hinten kommt auch eine Verstärkung, ne? Okay, für euch geht es erstmal in die Richtung. Und hier stellen wir uns um. Ich weiß nicht, wie schnell die sein werden. Ja. Am besten schön im Kartenrand aufstellen, ist erstmal sicherlich nicht verkehrt. Das Nabo-Schützenmiliz, ja, von dort kommen die meisten. Ich weiß noch nicht, wo er sich aufstellen wird. Ich denke mal, wenn wir den Hügel hier halten können, wäre das fantastisch. So, näher ran. Ja, komm, wir versuchen mal den Hügel zu stürmen. Ob mich direkt angreift, weiß ich nicht. Auch ein paar Armbrustschützen. Drei Armbrustschützen und ein General. So, weiter nach vorne. So, hier kommt die starke Strelitzki. Und weg. Holt das mal ab. Sehr gut. Hier haben wir uns aufgestellt. Das heißt, wir können jetzt hier auch direkt anfangen zu schießen. Aber wir sind noch nicht ganz auf dem Hügel. Wir müssen noch ein Stück vor eigentlich. Ja, ein Stück müssen wir noch vor. General hole ich mal auf die Flanke. So viel Schaden haben wir nicht bekommen. Als nächstes geht es auf die polnischen Edelmänner. Ja, sehr gut. Wir haben auf jeden Fall die Überlegenheit hier. Und die Edelmänner können eben auch nicht so weit schießen wie die anderen Truppen. So, die Katapulte beeilen sich einfach mal ein bisschen. General. Und mit dem General gehen wir auf die Armbrustschützen. Machen wir hier eine eigene Gruppierung, stellen das Feuer mal kurz aus und weg, 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 weg. Sonst zu viel Schaden. Hallo, ihr sollt nicht mehr schießen, ne? Sehr gut, die haben wir. Und wieder raus, raus. Und ihr dürft wieder schießen. Okay, dann kommen die nächsten. Stellt euch mal hier auf. Ja, sehr schön. Schießt mal bitte auf den General. Hier auch. Ja, los, komm. Tötet sie. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, General kriegt gut Schaden.
Gut, dann chargen wir jetzt da rein. Wieder mal das Feuer ausstellen. So, ihr kommt hier mal noch dazu. Ja, die sind weg. Ja, die fliehen, sehr gut. So, die Strelski ist die nächste Einheit. Sehr schön, die haben wir auch aufgerieben. Dann können wir uns nämlich hier auch schon eigentlich umformieren, ne? So, die fernkämpfende Kavallerie haben wir schon zum großen Teil besiegt, aber hier kommt auch noch einiges. So, vielleicht hat der General, kriegen wir auch nicht mehr runter vom Feld, ne? Gut, dann stellen wir uns jetzt neu auf. Nützt ja alles nichts, wir müssen uns in der Richtung aufstellen. So, hier haben wir eine schöne Position für die Ambusschützen dann. So, die Bogenschützen bleiben erstmal noch, falls der General wieder charged. So. Da haben wir nicht mehr so viel Munition. Ich brauche aber eventuell auch noch ein bisschen. So, Teil 2 der Schlacht beginnt. Aber solange wir die Fernkampfüberlegenheit haben, nutzen wir die auch. So, was hat er denn noch? Hier sind noch jede Menge Strelski-Einheiten. Das sind diese Ritter. Ah, okay, perfekt. Mit denen kann er mich gerne angreifen. Ja, da haben wir auf einfach den Vorteil, wenn er uns da angreift. Den Bogenschützen gehe ich ein bisschen offensiver gegen den feindlichen General vor. Behalten wir natürlich im Blick. So, und ihr schießt mit jetzt hier rauf. Ne? Das kann witzig werden. Den geht es gleich richtig an Kragen. Das spart auch Munition für meine mobileren Truppen. Die Munition bei meiner anderen Kavallerie ist viel wertvoller als hier. Oh ja, das ist übel. Ja, sehr schön. So, zieht euch mal ein bisschen vor. Genau. Sehr gut, jetzt können wir auch schon seitlich auf den General schießen. Das ist das Ziel, der geht auch ziemlich langsam. Der schreitet da sehr stolz daher. Vielleicht zu stolz. Ja, zu stolz. Ja, wir chargen jetzt. Auf den General, der dürfte jetzt ziemlich angeschlagen sein. Weil wir müssen ein bisschen aufpassen, da ist eine Hellebardeneinheit dazwischen. Solange die noch dastehen und nichts machen, schießen wir einfach weiter. Gut, da passiert nichts. Hier kommt er jetzt wieder an. Ja, vielleicht sollten wir uns bisschen hier unsere Katapulte schützen. Ja, wir müssen jetzt hier auf die Flanke. So, wie sieht's hier aus? Ja, der General rührt sich nicht. Ja gut, komm, das eine Salve noch hier drauf und dann hat sich das. Vielleicht habe ich auch noch. So, das reicht. Die Strelski. Ich überrenne jetzt die Hellebarden mit meinem General.
Sehr gut. Die erschießt bitte einfach. Aber wir können ja hier auch in den Kreis gehen, ne? Ehe. Sehr gut, die Hellebarden fliehen. Ich kann auch nochmal raus. Ja, komm, dann schaut schon jetzt den polnischen General. Sehr gut, sind nur noch 7 Mann übrig. Ja, der flieht sehr gut. Wäre gut, wenn wir den töten würden, aber ich glaube, der kommt davon, den kriegen wir nicht mehr. Boah, was für eine Schlacht, okay. Na, zumindest haben wir den Hauptmann getötet, das zählt auch. Nicht verkehrt. So, und ich ziehe jetzt mal meine Kavallerie zurück. Die kriegt sonst vielleicht zu viel Schaden. Die haben jetzt hier erstmal abgelenkt. Das war deren Aufgabe, dort abzulenken. Jetzt können wir nämlich schon mit unseren Bogenschützen hier reinschießen. Sehr gut. General haben wir wieder zurück. Dann müssen wir sowieso mal aussortieren, weil die haben nicht mehr so viel Munition. Manche Einheiten haben gar keine Munition mehr. Bis jetzt läuft es aber ziemlich gut. Aber da kommt eben auch noch einiges. So, ich hole euch einfach wieder zurück. Hier, stellt euch bitte hier auf. Hier, hier. Hier ein bisschen weiter oben. Ja, ich brauche euch noch. Ich brauche euch noch. So, die haben keine Munition mehr. Die können schon mal weg. Aber die haben noch. Und davon nicht allzu wenig. So, abgesehen der polnischen Edelmänner, die sind nicht schwach. Und hier kommt eben auch noch die schwere Kavallerie, ne? Umso wichtiger, ein paar Bogenschützen noch zur Hand zu haben hier. So, genau da reinschließen. Sehr schön. Sehr wichtig jetzt, der Schaden. Auch den wir jetzt von der Seite machen werden. Schießt vor allem bitte auf die polnischen Gefolgsleute. Oberstes Ziel, diese Gefolgsleute hier von der Seite zu treffen. Ja, sehr gut. So, die haben auch keine Munition mehr, dann dürfen sie auch weg. Hier bitte mal auf, im Kreis zu rennen. Sehr gut. 29 sind noch da von diesen Gefolgsleuten, das ist nicht mehr viel. Ihr versucht ja die Hellebarden-Miliz dort mal zu schnappen. Mit denen reiten wir ein bisschen im Rücken. So, kommt. Reitet. Hier macht das Distanz ein bisschen Schaden. Sehr gut, der nächste General ist tot. Also der nächste Hauptmann. Ist es ja eigentlich. Nein, darauf schießen. Nicht auf meinen eigenen General. Bitte. Danke. Komm, so viel ist es nicht mehr. So viel ist es nicht mehr. So, die Ballisten, die charge ich jetzt auch mal. Auf die Ballisten. Sehr gut, General hat gewonnen. Wichtig, dass er nicht gestorben ist. Ja, die fliegen jetzt auch alle hier. Jetzt nochmal auf die Schwerträger holzen.
Ah, hier habe ich jetzt sehr viel von den eigenen Truppen getroffen. Diese Katapulte, die können richtig gut sein. Aber wenn man die eigenen Truppen natürlich trifft, ist das weniger optimal. So, die Kavallerie jetzt hier einfach mal rausholen. Die soll jetzt nur noch verfolgen, wenn dann. Weil die Schlacht ist gewonnen. So, schön am Rand des Schlachtfelds aufstellen. Was hier alles rumliegt. Oh, hier ist noch eine Hellebardeneinheit. Was? Das ist die letzte Einheit, die er noch hat, anscheinend. Sehr schön. Wunderbar. Also hier haben wir wirklich ein Meer aus Leichen angerichtet, ne? Also das ist schon echt übel. Ich habe gerade mal 12% verloren. Das ist eine sehr gute Quote auf alle Fälle. Schlacht fortsetzen. Wir lassen natürlich niemanden entkommen. Selbstverständlich. So, halt. Boah, das ist schon echt übel. Übel. Armes Polen. Das verschafft uns jetzt auch für die Zukunft ein paar Erfolge, ne? Also das erleichtert natürlich jetzt den Einmarsch in Polen erheblich. Wenn wir jetzt deren ganzen... Also wir haben jetzt schon mal deren Front zerstört, ne? Also offensiv geht da jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel in Polen. Die nächsten paar Runden. Nächster Hauptmann. Ja, wir haben alle drei Hauptmänner besiegt. Nur den General, der ist leider davon gekommen, da hat er Glück gehabt. Ja, gutes Verlustverhältnis. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also, ja, fast, könnte man sagen, 1 zu 19, 1 zu 18 müsste das in etwa sein. Bekommen auch ein paar Truppen geheilt. Ja, das ist völlig im Rahmen. Völlig im Rahmen. So. Lösegeld. Ist auch nur 1100, nee. Wir dürfen jetzt alle nach und nach umfallen. Tschüss. Tschüss. Zu Staub zerfallen. So, das erste, was ich jetzt mache, ist speichern. Einfach mal Litauen Schlacht. Ich nenne es einfach mal Litauen Schlacht. Man weiß ja nie, wann einem das nächste Mal das Spiel crasht. So, weiteres Merkmal erlangt. Plus 2 Furcht. So, ist in der Stadt noch irgendwas? Ja. Bisschen was. Aber wir können natürlich jetzt wieder ganz entspannt belagern, weil was er jetzt hier noch hat, ist nicht von Bedrohung und Bedeutung. Das könnten wir sogar spielen. Hm. Oh ne, wir belagern. Der wird von selbst wahrscheinlich kommen. So. Doch, ey, das ist doch hier nicht zu fassen mit diesen blöden Rebellen, oder? Aber, ist das eine Furt? Ich glaube, die Schlacht findet nicht ganz auf der Furt statt, oder? Kann man sich die Karte hier irgendwo anschauen? Das ist keine Schlacht, die ich gerne spielen möchte. Nee. Nächstes Mal nehmen wir den Umweg. Ey, hab ich diese Rebellen. Kann einem auch wertvolle Zeit nachher kosten, sowas. Habt ihr etwas für den Kaiser? Habt ihr ein Angebot zu machen, mein Freund? So wichtig ist, dass wir da rekrutieren. Rottner. Gibt's nicht viel. Rathaus, ja, kann man noch bauen. Dafür reicht's gerade noch so. Nein, das ärgert mich hier wegen diesem blöden Rebellen. Nächste Runde gehe ich da einen anderen Weg. So, ich hole ich noch rein.
bezweifle, dass die sich jetzt zurückziehen. Mit, wenn ich eine einzige Einheit mehr habe. Nee, das wäre auch zu schön gewesen. Das wäre auch zu schön gewesen. Ja. Wie gesagt, Norwegen fehlt immer noch. Die Handelsrechte mit Norwegen sind nach wie vor offen. So, ich schicke ihn mal hier in die Richtung von Tschechstochowa. Eine einzige Einheit. Weiter geht's. So, passiert erstmal nicht viel. Ein Kandidat zur Adoption, Jaunuzis von Prienail. Auch ein sehr guter General, den nehmen wir gleich mal. Dass wir nicht zu viele Generäle hier rekrutieren. Fortschrittlichste Seite, Bau abgeschlossen. Jede Menge rekrutiert. Die Beziehungen mit den Mongolen haben sich weiter verschlechtert. Ja, wir haben hohe Ausgaben. So, ist er jetzt hier irgendwo gelandet mit seinen Truppen? Ah ja. Da ist die Kreuzfahrerarmee. Ah, das ist natürlich blöd. Kogge. Ich meine, ich ganz im Ernst, das Risiko gehe ich jetzt mal ein. Ich rekrutiere jetzt mal zwei Koggen. Ne, wir gehen. Na, zwei. Zwei. Oder ganz sicher drei. Drei ist, glaube ich, am sichersten. Und vielleicht landet er jetzt noch nicht. Vielleicht landet er noch nicht. Ich muss die Truppen jetzt leider natürlich hinterher schicken. Das ist ein bisschen übel. Wir müssen diese Kreuzfahrerarmee irgendwie verfolgen. Nicht, dass er jetzt da oben landet. Das kann passieren. Ja, wir machen nur noch ganz wenig Gewinn aktuell, weil ich so viel rekrutiert habe. Aber die Rebellen sind erstmal weg, das ist gut. So. Ich würde hier gerne noch einen Wachturm aufstellen an der Grenze. Und ihr zieht in die Richtung, genau. So, ihr kommt erstmal nach Horodna. Man weiß ja nie, ob man da Verstärkung braucht. Drei Runden bis Thorn. Drei Runden sind es noch. So, Bialystok. Muss mal kurz einen Schluck trinken. So. Ja, diese Kreuzfahrer machen wir jetzt hier ein bisschen zu schaffen. Also, mit diesen Kreuzfahrern weiß ich nicht. Das ist auch kein schwaches Heer. Ich kenne das Heer ja aus der Kampagne mit dem Deutschen Orden. Da sind schwere englische Ritter dabei. Feudalritter, also schwere Kavallerie. Das ist nicht ohne, was wir da haben. Hier ist noch ein Sperrmiliz. Ich weiß auch nicht gerade, was los ist. Meine Stimme ist leicht am Ende. Naja, wir machen es einfach mal. Ich brauche ja sowieso dann langfristig ein paar Schiffe. Man darf nicht vergessen, diese Schiffe kosten auch relativ viel Unterhalt. Deswegen ist das immer so eine Sache, mit die wir zwei mit Schiffen. Will man die jetzt aufstellen, will man die nicht aufstellen? Ja. Ich merke auch gerade, also ich höre es bei mir selber, ich denke, man hört es auch in der Aufnahme. Ich brauche eine kleine Pause, was die Stimme angeht. Deswegen werde ich diese Folge schon voraussichtlich jetzt etwas eher beenden. Ist nicht meine Art, aber ich muss mich mal ein bisschen erholen. Ich brauche eine kleine Pause. Ich nehme, glaube ich, seit heute früh um 10 auf. Also es sind, glaube ich, jetzt schon seit fast 3,5 Stunden. Also das ist dann irgendwann auch ein ganz schönes Stück Belastung. Aber ich werde heute noch ein bisschen weitermachen hier. Und dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Für mich gibt es erstmal eine kleine Stimmpause und ja, dann bis später, bis zur nächsten Folge. Haut rein.